Jene Vorderen sind dahingegangen. Erhalten werden sie an Lohn, was sie für sich gewannen, an guten und an üblen Taten. Und euch wird einst gegeben werden, was ihr für euch erworben. Und was jene Vorderen taten, das wird man euch dabei nicht fragen. Denn jeder hat nur für sich selber Rechenschaft zu geben. Wahrlich, nur die Toren von den Menschen werden fragen, was hat denn die Muslime nur dazu bewogen, sich von der Richtung zum Gebet, der sie bislang doch folgten, abzukehren? Sag, ob Osten oder Westen, Allah ist jede Richtung ja zu eigen. Und wen er will, mag er auf geradem Wege führen. So machten wir euch denn zu einem Glaubensvolk, das in der Mitte steht, zum besten und gerechtesten der Glaubensvölker, auf dass ihr Zeuge seid den Menschen gegenüber und der Prophet sei Zeuge wider euch. Die Richtung aber, der du bislang folgtest, hatten wir zur Prüfung nur gegeben, auf dass wir denn auch sehen mögen, wer wohl dem Propheten folgt und wer sich weg von ihm auf seinen Fersen wendet. Schwer mag es manchen fallen, sich zur neuen Richtung hinzuwenden, doch ein leichtes ist es denen, die Allah zum Rechten führt und die in seinem Lichte gehen. Allah will euren früheren Glauben in die alte Richtung und die früheren Gebete auch nicht nichtig machen. Denn gütig und barmherzig ist Allah den Menschen gegenüber. Wir sahen dich ja wohl, Mohammed, wie du nach einer Richtung zum Gebete suchtest und du dein Antlitz auf zum Himmel wandtest. Drum wollen wir dir jetzt auch eine Richtung geben, an der du wohlgefallen hast. So wende denn dein Angesicht zur heiligen Moschee. Und ihr, wo immer ihr auch seid, da wendet euer Angesicht in ihre Richtung hin zum Beten. Wahrlich, jene, die die Schrift zuvor erhielten, sie wissen wohl, dass diese Richtung ja zu Recht von ihrem Herrn gegeben wurde. Und wahrlich achtet ja Allah auf alle ihre Taten. Und brächtest du auch jenen, die die Schrift zuvor erhielten, alle denkbar Zeichen zum Beweise, so würden sie ja doch nicht deiner Richtung folgen. Und du sollst denn auch nicht ihre Richtung nehmen. Sie selbst, die Juden und die Christen, sie folgen ja einander nicht in ihren Richtungen zum Beten. Und wolltest du jetzt trotzdem dem noch weiter folgen, was sie sich selbst erfunden haben, nach dem, was hier an Offenbarung und an wahrem Wissen zu dir kam, so würdest du den Frevlern wahrlich zugehören. Jene, denen wir die Schrift zuvor gegeben haben, sie kennen ja Mohammed, den Propheten aus den Schriften,
Ja, sie kennen ihn so gut, als wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Doch einige von ihnen sind nur drauf bedacht, die Wahrheit zu verschweigen und sie zu verbergen, wohlwissend, dass sie ja die Wahrheit vor sich haben. Die Wahrheit wahrlich ist es ja, die dir von deinem Herrn hinabgegeben wurde. Drum sollst du denn auch keinen Zweifel darin haben. So hat ein jeder seine Richtung, ihr zu folgen, wetteifert drum im Streben nach dem Guten. Wo immer ihr auch seid, Allah wird euch einst allesamt zusammenbringen. Denn aller Dinge mächtig ist Allah ja wahrlich. Und wo immer du hinausgehst zum Gebet, da wende jetzt dein Angesicht zur heiligen Moschee. Dies ist die einzig wahre Richtung, zu Recht von deinem Herrn gegeben. Wahrlich achtet ja Allah auf alle eure Taten. Und wo immer du hinausgehst zum Gebet, da wende jetzt dein Angesicht zur heiligen Moschee. Und ihr, wo immer ihr auch seid, da sollt ihr euer Angesicht in ihre Richtung wenden, dass niemand einen Streitgrund wider euch in Händen habe, außer jenen, die verstockt die Wahrheit ja in jedem Fall nicht akzeptieren mögen. Doch fürchtet diese nicht, nur mich alleinig fürchtet, auf dass ich meine Gnade gegenüber euch vollende und recht geleitet, geraden Weges mögt ihr gehen. Wir sandten jetzt auch euch von eurem eigenen Volke einen Boten, der unsere Worte euch in eurer eigenen Zunge liest und euch von Götzendienst und allen Sünden reinigt und euch Buch und Weisheit lehrt und der euch lehrt, was wir zuvor euch nicht zu wissen gaben. Gedenket doch nur meiner, so werd ich eurer auch gedenken. Und danket mir und lasst nicht ab, mir immer wieder Dank zu sagen. O, die ihr glaubt, sucht Zuflucht bei Geduld und im Gebet. Allah ist wahrlich ja mit denen, die da standhaft sind und die geduldig auch ertragen. Nennt jene doch nicht tot, die auf dem Weg Allahs getötet wurden. Nein, lebendig sind sie ja. Doch nichts vermögt ihr davon zu gewahren. Wir werden euch gewisslich noch mit etwas Furcht und Hunger und Verlust an Gütern, Leib und Leben und Mangel auch an Früchten prüfen. Und den Geduldigen, die treu und standhaft bleiben, diesen sollst du große Freude künden und ewige Glückseligkeit verheißen. Jenen, die bekennen, wenn sie ein Unglück trifft, Allah gehören wir und ihm sind wir zu eigen.
so werden wir zu ihm auch wieder heimwärts kehren. Auf diesen liegt der Segen ihres Herrn und sein Erbarmen. Und diese sind es, die der rechten Leitung folgen. As-Safa und Al-Marwa, diese beiden Felsenhügel, sind Zeichen, die Allah gesetzt. Und wer die Pilgerfahrt zu seinem Haus durchführt oder es besucht in Umra, der sei drum nicht dafür getadelt, dass er die Läufe durchführt zwischen beiden. Und wer von sich aus mehrt das Gute, dem vergilt Allah es dankbar freudig. Von allem ist Allah ja Wissen eigen. Allen, die zu unterdrücken suchen, was wir an Erklärungen und rechter Leitung offenbarten, nachdem wir diese schon zuvor den Menschen in der Schrift verdeutlicht hatten, allen diesen Leugnern flucht Allah und mit ihm alle, die zu fluchen nur vermögen, außer jenen dieser Leugner, die bereuen und sich dann zum Guten kehren und die Wahrheit aus der Schrift erklären, diesen will ich gnädig ja vergeben, denn ich bin ja doch der immer wieder euch Vergebende, der Liebende, Erbarmer. Auf jenen, die nicht glauben wollen und anderer Religion als dem Islam hier folgen und die dann wieder gläubig leugnen, sterben, auf diesen liegt der Fluch Allahs und aller seiner Engel und der Menschen im Vereine. Für ewig soll der Fluch auf ihnen liegen und erleichtert wird die Strafe ihnen nicht. Und niemals wird Allah auf diese schauen. Wahrlich, euer Gott ist nur ein einziger, einger Gott. Und niemand hat ein Recht darauf, zusammen mit ihm von euch angerufen und gedient zu werden. Kein Gott ist außer ihm, dem allbarmherzigen und liebenden Erbarmer. Wahrlich, in der Schaffung Himmels und der Erde und im Wechsel zwischen Tag und Nacht und in den Schiffen, die da übers Meer hinfahren, mit Gütern schwer beladen, die den Menschen nützlich sind, und in dem Regen, den Allah vom Himmel niedersendet und die Erde damit neu belebt nach ihrem Tode, und in den Tieren aller Arten, die Allah auf ihr verbreitet hat, und in dem wechselnd Wehen der Winde in bestimmten Richtungen und zu bestimmten Jahreszeiten. Und in den Wolken, die da zwischen Himmel und der Erde treiben und den Regen mit sich tragen. In alledem sind wahrlich ja gewaltig wunderbare Zeichen der Schöpferkraft und Herrlichkeit Allahs für Menschen, die verständig sind und zu begreifen auch vermögen. Und trotzdem gibt es da noch Menschen, die Allah hier Partner geben, die sie lieben, wie sie doch allein Allah nur lieben sollen. Die Gläubigen jedoch, sie sind Allah in stärkerer Liebe noch ergeben.
O könnten diese Frevler doch schon jetzt nur sehen, wie es einstens sein wird, wenn sie ihrer Strafe gegenüberstehen und sie wahrlich dann auch wissen werden, dass alle Macht Allah gehört und dass Allah gar heftig ist im Strafen. Dann, wenn die falschen Führer dieser Welt, all die Scheitane und Verführer, im Angesicht der Strafe sich los und ledig sagen werden von all denen, die ihnen hier Gefolgschaft waren, dann, wenn alle treue Bande durchgeschnitten werden. Und wenn jene, die den falschen Führern, den Scheitanen blindlings einst Gefolgschaft waren, wenn diese klagen werden, wenn uns nur Umkehr möglich wäre, so wollten wahrlich wir es sein, die sich von ihnen frei erklären, so wie sie sich von uns hier los und ledig sagen. Genau so wird Allah einst ihnen ihre Taten zeigen. Und wahrlich wehe wird es ihnen werden. Denn dem Feuer werden sie dann nicht entfliehen können. Ihr Menschen, hört, so esst nur von den guten und erlaubten Speisen hier auf Erden und folgt nicht dem Verführer, dem Scheitane nach in seinen Spuren. Denn dieser steht euch ja als ausgemachter Feind entgegen. Allein zu üblen, schamvoll Taten sucht euch der Schaitan hier immer wieder zu verführen. Und dass ihr hingeht, von Allah zu sagen, was ihr ja doch nicht wisst, worüber wir euch gar kein Wissen gaben. Und ladet man sie ein, so folgt doch dem, was uns Allah hier offenbarte, dem Koran, so sagen sie euch, nein, wir folgen lieber dem an Glauben und an Lebensart, womit wir unsere Väter fanden. Und wenn nun ihre Väter nichts begriffen hätten und auch nicht recht geleitet wären, so wollen sie denn trotzdem deren Irrweg weiter folgen? Das Gleichnis jener, die nicht glauben wollen, ist das Gleichnis ja von Vieh, von Tieren, die nur auf Schrei und Anruf reagieren. Denn gleich dem Vieh verstehen sie nichts als nur den Anruf und das laute Kommandieren. Wie taub und stumm und blind sind sie von Stolz und Torheit gleichermaßen und nichts, das sie begriffen haben. O, die ihr glaubt, so esst nur von den guten, reinen Speisen, mit denen wir euch hier versorgen. Und dankt dann nur allein Allah, wenn ihr wahrhaftig darin seid, allein Allah zu dienen. Verboten hat Allah euch nur Verendetes, daneben Blut, das Fleisch vom Schwein und was man anderen Göttern weihte als Allah. Doch wer von Not getrieben und aus Hunger und nicht aus eigenem Antrieb gewohnheitsmäßig unbekümmert sorglos davon ist, auf dem soll keine Sünde liegen, denn immerfort vergebend und barmherzig ist Allah ja wahrlich.
Jene, die verbergen, was Allah von seinem Buch hinabgegeben und es dann verschachern, nur geringen Vorteils wegen, diese schlingen Feuer nur in ihre Bäuche. Allah wird einst am Tag der Auferstehung nicht zu ihnen reden und auch nicht auf sie schauen wollen und sie nicht reinigen von ihren Sünden, und wehe Strafe werden sie erleiden. Das sind jene, die sich Irrtum kaufen und ihre rechte Leitung dafür geben und wahrlich lieber Strafe als Vergebung nehmen. Denn wie bloß können sie dem Feuer so beharrlich und so unbekümmert weiterhin entgegenlaufen, wenn sie Warnung doch davor erhielten? Dies, weil Allah das Buch ja mit der Wahrheit niedersandte. Und jene, die sich um das Buch dann trotzdem noch zerstreiten, diese sind vom Recht und von der Wahrheit wahrlich weit geschieden.